Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Brawl, der Subram Emissär. Ich habe eure Stimmen wieder mal ausgewertet. Wir begeben uns jetzt ins Reich der Lüfte. Hier haben wir wieder unseren Gay Angel, wie ihr es in der Wahl nanntet. Der Angel of Love. Und... warte, ich habe den Namen vergessen. Palutena oder so heißt die, glaube ich. Die Göttin der Engel oder Anführerin der Engelsarmee. Ich kenne mich leider mit Kid Icarus nicht so aus. Ich habe davon nie einen Teil gespielt, aber... Ich bin mal gespannt, wie das neue Spiel auf dem 3DS dann wird. So. Auf jeden Fall wird Pit hier losgeschickt, dass er auf die Erde runtergehen soll, weil, ja, ihr habt ja gesehen, was passiert ist, ne? Und er fällt... Leroy Jenkins! Nein, Chat One. Ja, er macht sich eigentlich direkt auf den Weg jetzt. Und wir haben hier die typische Kid Icarus Melodie. Ich muss ja den ersten Part hier als Pit spielen, bis wir dann zu der Stelle kommen, für die ihr wählen solltet. Ich habe ja gesagt, die zweite Wahl beinhaltet, als wenn ich weiterspielen soll, wenn sich Mario und Pit begegnen. So, jetzt landen wir erstmal hier. Diese Itemblöcke, die Türkisen da, die sind nicht so essentiell, um das Spiel zu 100% durchzuspielen. Ich sammle trotzdem ein paar von denen ein. Einige von denen haben heilende Items, einige Aufkleber oder Trophäen, weil von Aufkleber und Trophäen fehlen mir sowieso noch ein paar in der Sammlung. Was man für einen 100% Run braucht, sind die ganzen Kästen, die gelb ummantelt sind und die sind gut versteckt. Ja, dazu kommen wir dann noch. So, da ist die Halbert wieder. Warum die solch miese Stimmung verbreitet, werden wir auch erst später erfahren. Ich verrate erstmal nichts für die Leute, die sich nicht so mit Supram Emissär auskennen oder noch nicht so weit sind. Auf jeden Fall verliert sie wieder diese komischen... was soll das eigentlich sein? Diese violetten Kugeln da. Das sind ja Primiden. Die sich da erheben. The Army of the Dark. Army of the Dead. Gut. Fight. Showtime. So, also auf jeden Fall. Na, das war ja schon mal. Das war nicht so gut. Ja. Bababam. Ich schieß den ab. So, wir müssen erstmal, bevor wir auf diesem Plateau hier weiter können, die ganzen Primiden überstehen. Wir haben hier drei Leben, wie ihr sehen könnt. Also das jetzige plus die zwei, die da am Rand vermerkt sind. Aber es ist kein Problem gewesen, hier durchzukommen. Und dann wird uns der Weg freigemacht. Bei diesen Wolken, von denen ich eben einen zerstört habe, müsst ihr aufpassen. Ab der Schwierigkeitsstufe Mittel sind ihre Attacken sehr fies und richten einen bösen Schaden an, so wie sie zornig sind. Zornig sind sie in dem Moment, wenn ihr sie geschlagen habt und sie dann schwarz werden, ja? Das ist der verärgerte Nigel, wie Pest sagen würde. So, ihr habt jetzt eben gesehen, habe ich eine, oh Gott, hörst du auf mich zu ownen? Habe ich eine der gelben, Kisten kaputt gemacht und hier haben wir wieder einen Trophäensockel. Um aus dem Pyramid eine Trophäe, das ist schon passiert. Und es geht weiter, ich habe zwar schon viel Schaden, aber Kirby, heiß, heiß, heiß! I'm burning! Halt, Tomate her. Tomato, did you say tomato? La 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 la. Und hier haben wir Schnitzel. Ich habe am Anfang immer Schnitzel gelesen. Auf höheren Schwierigkeitsstufen hat seine Attacke einen hohen Rückstoß. Deswegen müssen wir halt aufpassen, dass er uns nicht erwischt. Einfach nur hinter ihnen gehen. Und haben wir ihn gleich. Ja, also ich bin normalerweise kein Pitch-Spieler. Das merkt man auch, glaube ich. Wie dem ich mich anstelle. Aber... Moment, geht's hier nochmal weiter? Nein. Okay, wir gehen hier rein. Und, was ist das? It's a Mario! Wahoo! So, wird enttrophiziert? Kann man das so sagen? Nee, keine Ahnung. Tja, Nintendo-Charakter verstehen sich durchs bloße Zunicken. So, eure Wahl hat ergeben. 6 Stimmen waren für Pit. Und 15 für Mario. Das ist aber das Ergebnis für das englische Video gewesen. Ich habe ja gesagt, das wechselt sich von der Sprache ab. Da Pit die Wahl verloren hat, nehme ich ihn jetzt in der deutschen Fassung.
Und als Mario in der englischen. Macht aber auch Sinn, weil ich ja in der englischen Fassung als Mario dann starten sollte. Gut. Ist vielleicht auch von Vorteil, wenn wir im Luftreich sind! Electricity. Weg hier, weg hier, weg hier. Dass wir natürlich dann als Engel spielen, als Gay Angels. Was ist das denn eigentlich für so ein Suizid-Elektrizitätsrad gewesen? Ne, egal. So, auf der Wolke of Love begeben wir uns vorwärts. je höher die Schwierigkeiten sind, also es gibt auch ein paar Einflüsse im Subraum-Emissär, was die Schwierigkeit betrifft, am Terrain. Je höher zum Beispiel die Schwierigkeit ist, desto schneller. Gott, Wolke. Weg. Je höher die Schwierigkeit ist, desto schneller dreht sich dieses Rad. Ich habe es mal versucht auf intensiv zu spielen, aber das ist hier unmöglich, der Wolke zu bleiben. Baseball! So, mal gucken, ob es hier oben noch was gibt. Nein, gibt's nicht. Verschwinde, verschwinde. Verschwinde du auch, du auch. Weg, 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 weg. Nein! Aha. Do the gay dance. Ich bin ausgewichen. Also ich habe eigentlich nichts gegen Schwule, also nichts Effektives. Nein, Scherz am Rande. Aber wenn ich solche Witze hier bringe, dann liegt das einzig und allein an Hit! Gut. Mal gucken, was wir hier oben noch holen können. Halt. Halt, 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 halt. Das war nicht gut. Okay, hier haben wir eine geheime Tür, wenn ihr so wollt. Ich habe jetzt den Sockel mit Absicht weggeschmissen, weil er bringt mir hier an dieser Stelle nichts. Aufkleber sammeln und dann geht es hoch, hoch, hoch. Oh Gott, ich muss mal landen. Oh Gott. Schneller. Move! Faster! Nein! So, damit haben wir ein Leben verloren, weil ich zu langsam war und jetzt ist es Do the Mario. Swing your arms from side to side. Come on, it's time to go. Do the Mario. Take one step. And then again. Let's do the Mario. All together now. Ach, das war noch Zeiten, als diese Sendung lief. Verdammt, was war das denn? Geht alle weg. So, da ich ja gerade auch Sunshine LP, nehmen wir doch mal Dreck weg 0817 mit. Sunshine! Wahoo! Das ist momentan das einzige LP, bei dem ich die Krise kriegen könnte. So wie ich mich aufreg. Verschwindet, ihr Primiden. Was ist das für ein Name? Funculus? Ich bin ja Funculus, ich funkle. Nein! Hat mich getroffen. So, hier. Fächertime. Das sieht so tuntig aus, wenn Ganondorf den in der Hand hält. Müsst ihr echt mal drauf achten. So. Hier gibt's Run-Burgers. Also, nochmal. Oh Gott, jetzt ist Wutan da. Einer der nervigsten Gegner. Ihr müsst halt aufpassen, dass er euch nicht abschießen kann. Indem ihr halt immer wieder ihn weglenkt. Hui! Und wir sind schon am Levelende angekommen. Passt ja. Von der Zeit her. Oh mein Gott. Und ein Airring! Durbaro! Aber ob derjenige, der da drin sitzt, die auch richtig ausgeführt hat, werdet ihr da beim nächsten Mal sehen. Hier ist unsere Auswertung, was wir alles schön eingesammelt haben. Und ja, den Kämpfer beigetreten, Mario, den Kämpfer beigetreten, Pit. Jetzt will ich was kurz zeigen. Bei diesen Levelpunkten, wenn ihr ein Level abgeschlossen habt, dann ist es so quasi eine Art Kronensymbol. So steht es zumindest in der Bedienungsanleitung von Brawl. Ich habe mal extra nachgeguckt, wie man das Ganze so nennt. Wenn ihr es nicht hundertprozentig abgeschlossen habt, das Level, wird sich so lange darauf auf der Karte, auf der Map, eine grüne Flagge befinden, bis ihr es abgeschlossen habt. So, am nächsten Mal geht es hier im Wolkenmeer weiter. Dann gibt es jetzt ein deutsches Vote-Video wieder dazu. Und jetzt nur mal, damit ihr wisst, wie das abläuft. Wenn bei einem deutschen Vote-Video Charakter XY die Wahl gewinnt, wird der andere Charakter, der nicht gewonnen hat, in der englischen Sprachfassung drankommen. Und so läuft es auch andersherum. Also wenn im englischen Charakter XY gewinnt, dann kommt Charakter Z im deutschen vor. Gut, ich bin ja eh als Pit gestorben, von daher war es ja ausgeglichen. Dann sieht man sich beim nächsten Mal bei Let's Play Super Smash Bros. Brawl, den Subraum Emissär. Bis dann, Leute!